die ist überfällig, die Personalie Beiersdorf. Ich habe mich schon gewundert, als die den Trainer entlassen haben, das letzte Mal den Labbadia, genau. Aber ich sage, da muss der Beiersdorfer mitgehen. Der Labbadia allein kann nicht die Verantwortung tragen. Und der Beiersdorfer hat sich an seinem Sessel festgehalten, das habe ich nicht verstanden. Und jetzt ist es höchste Zeit. Ich bin der Meinung, das war jetzt überfällig und ich glaube, das ist der richtige Schritt. Ich glaube, dass das nicht nötig war. Ich glaube, dass es hat wenig mit Herrn Beiersdorf zu tun, sondern mehr mit der Mannschaft. Also ich finde, Beiersdorf hat in der Vergangenheit viele Fehler gemacht. Ne, dass er Peter Knebel rausgeschmissen hat, dann hat er sich das zugemutet, dass er beide Positionen auf einmal macht. Dann gibt er 90 Millionen Euro für Spieler aus, die überhaupt nicht in die Mannschaft gepasst haben. Ja, und ich finde, mit Bruchhagen haben wir einen erfahrenen Mann jetzt bekommen. Ja, zurück in die Zukunft kann ich dazu nur sagen. Also, der hat sicherlich damals gute Arbeit geleistet, aber bei Frankfurt hat er aufgehört, weil er dem Ganzen nicht mehr gewachsen war. Also, vergiss es. Also, Sie sind der Meinung, dass er zu alt ist für diesen Job? Ja, sicher. Er hat auch bei Frankfurt ziemlich klar gesagt, dass er ausgebrannt ist. Also, ich meine, was will der HSV mit so einem Mann? Ja, mich hat es gewundert, dass der Bruchhagen den Job übernommen hat, weil er bei Sky eigentlich einen tollen Beraterposten da jetzt hat. Aber ich sag mal so, der hat eine Riesenerfahrung und ich hoffe, dass man ihm ein bisschen freie Hand lässt und bringt den HSV wieder auch in die Spur. Was aus der Sicht, aus der Ferne, aus dem Süden eben da zu uns dringt, ist, dass da so viele Leute mitreden in diesem Thema, sodass die Leute die Verantwortung tragen und die auch was davon verstehen, nicht immer die freie Hand haben. Das ist meine Meinung dazu. Wer soll den Sportdirektor jetzt beim HSV machen? Ich glaube, das könnte so bleiben, wie es ist. Sportdirektor beim HSV, weiß ich nicht. Also ich fand den Hugmar, das wäre eigentlich der Passende irgendwo, weil der Identifikation hat mit dem Verein. Oder Bruchhagen holt den Horst Held mit. Tut Ihnen der Beiersdorfer denn jetzt ein bisschen leid? Oder? Ja, weil er für den Verein da war und er hat ja sein Bestes gegeben. Und wenn die Mannschaft nicht mitspielt und alle anderen treiben quer, Herr Kühne hat ja auch immer Wort noch mitzureden. Und der mischt von hinten die Karten. Nein, leid tut er mir nicht. Wenn die Transfers und so nicht einschlagen, dann ist das der logische Schritt. Es ist bei jedem anderen Verein das Gleiche.